alten Tage, also nicht im Süden, Ländle, wie du sagst, sondern in Kiel. Und vielen Dank, Monika, für die Einladung und der Hermann-Ehlers-Akademie, vielen Dank für die Einladung, hier zu diesem Thema heute Abend zu sprechen. Sie wissen es, es sind noch knapp 5 Jahre, bis im Herbst 2017 das große Lutherjubiläum gefeiert wird. Die Hälfte der von der evangelischen Kirche in Deutschland 2008 ausgerufenen Lutherdekade ist bereits abgelaufen. Und somit stellt sich die Frage, wie werden denn die Feierlichkeiten im Herbst 2017 gestaltet werden? Meine Überlegungen zu diesem Thema habe ich in 2 Teile gegliedert. Zunächst lohnt, so denke ich, ein Rückblick auf die Lutherjubiläen vergangener Zeiten. Wie wurde 1617 gefeiert? Wie 1717? Wie 1817? Wie 1917? Welche Akzente wurden jeweils gesetzt? Und man kann sich auch fragen, welche Fehler wurden gemacht, aus denen man im Hinblick auf 2017 lernen könnte. Danach soll es, das ist der zweite Teil, um die von der EKD gewählte Formulierung Luther 2017, 500 Jahre Reformation gehen. Denn diese auf den ersten Blick plakativ eindeutige Aussage ist, wenn man sie näher betrachtet, durchaus nicht klar. Zunächst also der Rückblick, und hier gilt es festzuhalten, dass in Luthers eigener Zeit die Erinnerung an den 31. Oktober 1517 nicht gefeiert wurde. Nur einmal, 1527, brachte Luther selbst einen Toast aus mit der Bemerkung, vor 10 Jahren, also 1517, habe sein Kampf gegen das Papsttum begonnen. Weder 1542, also 25 Jahre nach 1517, noch 1567, das ist 50 Jahre danach, als Luthers Schüler um dessen Erbe stritten, wurde an 1517 erinnert. Offensichtlich spielte dieses Datum für Luthers Zeitgenossen noch keine entscheidende Rolle. Die ersten Jubiläumsfeierlichkeiten fallen in das Jahr 1617. Kurpfälzische Räte, allesamt Calvinisten, lancierten damals den Vorschlag, das Datum der 100-jährigen Wiederkehr der lutherschen Thesen feierlich zu begehen. Kursächsische Theologen und Politiker, allesamt Lutheraner, griffen diese Idee sofort auf. Der Tenor der Predigten, die 1617 gehalten wurden, gibt eine Antwort auf die Frage, warum Protestanten 1617 an 1517 erinnern wollten. Denn in ihren Predigten wurde Luther als Begründer des Protestantismus dargestellt, als der Mann, der die Verfehlungen der katholischen Kirche aufgedeckt und die Bibel und somit das Evangelium zurück in das Leben der Gemeinden gebracht hatte. Das war ein knappes Jahr vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges. Da die lutherischen Reichsstände fürchteten, sie könnten mit Lutherfeiern ihre katholischen Kollegen provozieren, wurde in den kommenden Jahrzehnten, selbst im lutherischen Kernland in Sachsen, nicht an das Jahr 1517 erinnert. Nach 1648 gingen die konfessionellen Spannungen aber allmählich zurück. 1717 feierten dann alle Protestanten ihren Ahnherrn. Die Orthodoxen lobten den Verfechter der wahren Lehre, die Aufklärer den Kämpfer gegen den mittelalterlichen Aberglauben, die Pietisten den frommen Beter. Wir haben es 1717 also mit einer geteilten Erinnerung an Luther zu tun, geteilt je nach kirchenpolitischer und theologischer Einstellung. Als das nächste große Jubiläum nahte, war das Alte Reich untergegangen. Die Französische Revolution und Napoleon hatten Europa verändert. In der Völkerschlacht bei Leipzig war Napoleon 1813 geschlagen worden. Kein geringerer als Goethe schlug deshalb vor, die Erinnerung an 1517 und die Erinnerung an 1813 gemeinsam zu feiern. Das Thema Befreiung sollte im Vordergrund stehen. Konfessionelle Differenzen sollten zu Goethe der Vergangenheit angehören. Ob die Studenten, die sich 1817 auf der Wartburg versammelten, Goethes Diktum kannten, wissen wir nicht.
Sie feierten Luther aber als großen Deutschen, und zwar so, als ob er sich schon 1517 gegen die französische Vorherrschaft in Europa gewandt hätte. Kein Wunder, dass in der Folgezeit, wenn von Luther die Rede war, antirömische und antipäpstliche Vorbehalte sich mit antiwelschen und antifranzösischen Ressentiments vermischten. Die nationalbewussten deutschen Bürger ließen es im 19. Jahrhundert aber nicht nur dabei, an 1517 zu erinnern. Erinnert wurde nun vielmehr auch an Luthers 300. Todestag, so 1846.